Ja, willkommen zurück zum dritten und letzten Teil dieses Sounddesign-Tutorials. Ich gehe jetzt noch weiterhin auf die Hüllkurvenbearbeitung ein und ja, die Effektbearbeitung des Presets. Und ja, ich wünsche euch jetzt weiterhin viel Spaß und ja, es geht jetzt los. Ja, kommen wir zur Hüllkurve. Ich habe hier einfach die 1 zugewiesen und wenn ihr dann etwas zugewiesen habt, die Hüllkurve, ja, dann müsst ihr die aber auch erst noch aufziehen. Ihr müsst Massive sagen, in welche Richtung die Modulation gehen soll. Also ich zeige euch mal einfach, wie das nämlich klingt, wenn ich das in die andere Richtung ziehe. Also das umdrehe. Dann versteht ihr auch, was ich damit meine. Bestimmt halt einfach die Richtung der Modulation. Ja, mehr ist da eigentlich auch nicht zu sagen. Ja, was halt hier wichtig ist, ist wirklich die Resonanz. Also, dass der Filter eine hohe Resonanz hat. Und die auch deutlich hörbar wird. Ja, durch den Envelope hier gibt es ja dann so einen Verlauf. Ich habe die Attack-Zeit hier auch sehr kurz gemacht, kein Delay, Level auf Max. Nur beim Decay bin ich so ein bisschen abgewichen von der Zeit. Da kann man rumprobieren, was am besten klingt. Also das ist auch ein sehr wichtiger Parameter bei diesem Patch. Ja, und das Level sagt halt einfach, wie laut es dann danach ist noch. Also wie stark, wie weit der Filter noch offen bleibt danach. Ja, man hört ja auch sehr schön die Resonanzfrequenz vom Filter raus. Also so viel dazu. Ja. Warum ich das gemacht habe, ja, man hört das eigentlich auch schon beim Original, dass da halt so eine Envelope eingezeichnet ist. Das sind vielleicht auch Erfahrungswerte, die man dann macht, wenn man halt viel mit Synthesizern arbeitet und schon viele Patches gemacht hat. Da hört man einfach sofort raus, okay, da ist jetzt so eine Hüllkurve drauf und die ist dann halt wichtig für das Patch und das prägt halt diesen Charakter. So, das war eigentlich soweit erstmal das Wichtigste hier. Ja, genau, noch was, worauf ich noch eingehen wollte, ist das hier, was ich am Anfang gemutet habe. Und zwar habe ich hier auch denselben Envelope, den Envelope 1, auf die Intensity zugewiesen und habe den hier aufgedreht. Und was das macht, das zeige ich euch, indem ich den hier mal solo schalte, ohne Filter. Und ich schalte das einfach mal ein und aus. Also zum einen fängt der, also ist der, das Patch, Oberton reicher und es gibt so einen Verlauf, einen zeitlichen Verlauf, also so eine Bewegung im Oszillator und das verstärkt halt einfach nochmal diesen Effekt, den ich durch diesen Low-Pass-Filter hier erzeugt habe. Und gibt mir nochmal einen noch deutlicheren Transienten am Anfang, also einen besseren Attack im gesamten Patch. Irgendwie ja, schweißt das die einzelnen Sounds von den einzelnen Oszillatoren irgendwie noch ein bisschen besser zusammen und
Ja, so ein bisschen der Kleber zwischen den Elementen. Ja, was ich dann als nächstes gemacht habe, war hier unten das Feedback. Ist auch sehr wichtig für den Sound, weil ich mache den einfach mal langsam rein. Es verändert auch sehr stark den Klang von dem Filter hier oben. Und zwar ist es deswegen, weil was das Ganze macht, ist, ich habe das vorhin nochmal nachgelesen, weil ich nutze das zwar sehr oft und ich weiß auch, was es klanglich macht, aber was genau passiert, war mir bis vor kurzem nicht genau klar. Und zwar greift das Feedback-Teil hier den Sound an irgendeiner Stelle im Synthesizer ab und schickt ihn nochmal in den Filter rein. Es ist so eine Feedback-Schleife. Wenn es auf Standard ist, ist es halt einfach so eingestellt, dass es nach dem Master den Sound nochmal reinschickt. Und ja, man kann halt einstellen, wo weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wo er es abgreift. Du kannst hier einstellen, ob er vom Filter 1 oder vom Filter 2, also ob er dort rein das nochmal schickt. Oder von beiden. So, und ich habe es halt jetzt einfach in der Mitteposition. Aber wenn ich das jetzt hier voll mache, dann wird das sehr laut und ja, da muss man auch aufpassen. Da kann es sehr schnell sein, dass euch die Ohren rausfliegen, wenn ihr den hier zu doll aufdreht. Ich will euch das jetzt ersparen. Also da soll man den Feedback hier sollte man immer mit Vorsicht genießen. Kann schnell nach hinten losgehen. Also Vorsicht. Ja, das nächste war was halt den Sound, was auch sehr klassisch für diese ganzen Orgel-Sounds, Elektroorgel oder auch diese E-Piano-Dinger sind halt so Chorus-Effekte oder Tremolo-Effekte. Hier gibt es jetzt nun kein Tremolo, deswegen habe ich einen Chorus genommen, der macht einen ähnlichen Effekt. Ich werde jetzt nicht genau darauf eingehen, was ein Chorus ist. Ich weiß nicht, könnt ihr ja irgendwo nachlesen, aber ich mache den mal langsam rein und ihr werdet hören, das ist auf jeden Fall wichtig für den Sound und es gibt auch dieses bisschen organische und ja. Und es macht den Sound auch automatisch breiter. Also, wenn ihr mal hört, es wird mehr Stereo. Es ist nicht mehr so Mono-Mitte-mäßig. Wenn ich das jetzt mal übertreibe. Es dickt den Sound nochmal zusätzlich an, macht ihn organischer und macht ihn links und rechts noch breiter. Ja, um diesen Effekt nochmal zu verstärken, habe ich dann hier noch die Imagine Expander genommen. Was genau der macht, ich habe keine Ahnung. Ich wollte halt den Sound noch irgendwie breiter machen und habe halt ein bisschen rumexperimentiert und habe halt den hier als bestes empfunden. Ich spiele mal eben an. Sound noch mal deutlich breiter, ein bisschen weicher auch irgendwo und ja, habe die Size noch ein bisschen höher gestellt. Ich müsste mir erstmal noch angucken, was genau der macht, aber ich finde, das klingt gut und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, was ich jetzt nicht beim Machen letztes Mal noch gezeigt habe, war hier der Noise Amp, der aber auch nur ganz wenig zum Gesamtklang hinzufügt. Also ich mache den mal an und aus. Ja, wahrscheinlich auch macht er echt gar nichts. Also kann man eigentlich auch auslassen. Ich habe da nur noch ein bisschen rum experimentiert mit Amp Noise, aber wirklich was gebracht hat es auch nicht. Der Shaper hier, den habe ich ja auch nicht genutzt. Also der ist.
immer noch alles auf Standard. Und das war es eigentlich schon, diesen Patch. Was es jetzt so zu erklären gibt. Soll ich irgendwas vergessen haben oder ihr habt noch irgendwie Fragen? Achso, was ich hier noch gemacht habe, ich habe den Filter noch weiter aufgedreht. Ja, es ist halt einfach, das ist dann besser noch für die Feedbacks, wird dann lauter noch. Ja. Aber ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Patch hier selbst, dann schreibt es einfach in die Comments. Ich werde es dann, wenn ich kann, erklären. So. Was ich jetzt hier noch gemacht habe, was natürlich auch sehr offensichtlich war bei dem Sound gleich von Anfang an und deswegen habe ich es eigentlich aber auch erst zum Schluss gemacht, ist ein Autopan-Sound. Der wird auch im Original dann noch über die Zeit moduliert, also automatisiert, wird mal schneller, mal langsamer, mal stärker, mal schwächer. Dann, was ich noch rausgehört habe im Original, wird natürlich der Sound durch die Kick, durch einen Sidechain-Kompressor noch weggedrückt. Und ja, was ich jetzt noch am Ende gemacht habe, was vielleicht ein ganz cooler Trick noch ist, wenn man jetzt sagt, weil ich habe halt so überlegt, ja, das ist jetzt schon so ein sehr basslastiger, so ein sehr basslastiges Pad, da ist nicht mehr, ja, viel für andere bassige Elemente oder mittlere Elemente da. Und was ihr vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber die meistens macht man es so, dass man, wenn man einen Sinusbass hat oder einen Subbass hat, dass man den im Mix immer komplett in die Mitte macht und nicht links und rechts verteilt. Es hat ja den Grund, dass wenn man zum Beispiel ein Stereo-Subsystem hat, dass die beide genau die gleiche Phasenlage des Basses haben und da keine Probleme beim Subsystem kommen. Und ich habe das jetzt so gelöst. Man kann ja hier beim EQ8 einstellen den Mode. Entweder Stereo, links, rechts, da kann ich links und rechts unterschiedlich regeln. Und MS. Und da kann ich den hier auswählen, nämlich die Mitte oder die Seite. Und dann habe ich einfach beim Mittensignal, nur beim Mittensignal, bei 100 Hz einen Basskill reingemacht. Es hat halt den Zweck, dass ich jetzt keine Probleme mit der Kick oder mit dem Subbass in der Mitte habe, weil Kick und Subbass mischt man eigentlich immer in die Mitte und dadurch wird es halt in der Mitte ein bisschen dünner, aber ich behalte immer noch dieses Basshaltige, nur dass ich halt in der Mitte Platz gemacht habe für die Kick und den Bass. Ja, ich stelle das mal an und aus. Kann man jetzt auch noch rumexperimentieren. Das müsste man dann im Mix machen, wenn man noch Kick und die anderen Elemente hat. Aber soweit erstmal zu dem Tipp noch. Falls ihr euch denn wundert, wenn ihr das nachbaut und ihr habt dann eine Kick und einen Bass und fragt euch dann, das klingt ja total scheiße. Ich kann das gar nicht laut machen, weil ja irgendwie der Bass viel zu laut ist und ich kann das nicht richtig krass laut machen. Also den Trick will ich da anwenden. Ja, und das war's dann jetzt auch soweit zu dem Tutorial. Nochmal den Sound, wie er letztendlich klingt, und dann nochmal im Vergleich zum Original. Ja, also ich denke, es ist schon sehr nah dran. Man kann natürlich mit den Effekten noch spielen, mit den Anteilen der Effekte und etc. Aber das ist halt, wie gesagt, auch eine Frage, die man dann im Mix entscheiden sollte. Aber soweit erstmal dazu. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr gern noch irgendwie sagt, ja, Mensch, ich habe hier noch so einen Sound, da weiß ich nicht, wie komme ich nur da drauf, kannst du dir das nicht mal anschauen? Und wenn es mir gefällt, dann mache ich einfach auch noch ein Tutorial darüber. Also schreibt es mir einfach in die Comments und wenn ihr wollt, könnt ihr noch meine Facebook-Seite liken, Jamari Music.
Steht auch unten in der Videobeschreibung. Und auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren, denn er ist großartig. Und danke nochmal, Marco, dass ich hier mein Tutorial halten konnte. Bis dann. Tschö.